So, Hallöchen, ihr Lieben, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu Mass Effect. Es geht weiter, wo wir aufgehört haben. Joker hat uns gerade mitgeteilt in der letzten Folge, dass unser Schiff angegriffen wird von den Einheimischen, wo ich mich frage, warum zum Teufel greifen die unser Schiff an? Ah, hier geht's raus. Hinunter, wo wir nicht lang können. Also ich denke mal, wir müssen hier durch. Na also. Wir sollten von hier verschwinden. Ich glaube, dieser Ort ist nicht sicher. Sie sagten, Sie wüssten nichts über den Torianer. Ich mag es nicht, wenn man mich anlügt. Ich hatte Angst. Ich wollte die Tests stoppen, aber sie drohten mir, ich wäre als Nächste dran. Als die Gate angriffen, blieb ich zurück, um eine Nachricht ans Kolonialbüro zu schicken. Ich habe ihnen zu sagen versucht, wo sie den Torianer finden können, aber der Strom fiel aus, bevor ich die Nachricht abschicken konnte. Okay. Ich wollte niemals, dass das passiert. Wir sind nett. Sie haben getan, was sie konnten. Ich werde ihnen helfen, wenn sie mir sagen, wo ich den Torianer finde. Der Torianer ist unter Soos Hope, aber der Eingang ist versperrt. Die Kolonisten haben ihn mit dem Frachter verdeckt, kurz bevor die Gate angriffen. Aber was wollen die Gate von dem Torianer? Was würde Saren von ihm wollen? Nun, er hat einmalige Fähigkeiten zur Gedankenkontrolle. Das war es, was Exogeny interessiert hat. Norman, die an Landetrupp. Kommen Sie rein. Genervt. Was ist, Joker? Wir bekommen hier eine Menge Gate-Geschwätz. Sie sind scheinbar in ihre Richtung unterwegs. Sie haben den Mann gehört. Lasst uns verschwinden. Ich komme mit Ihnen. Ich kann Ihnen vielleicht helfen, das Chaos entwirren, das ich angezettelt habe. Ja, wollen wir es hoffen, dass sie das kann. Vorbildlich. Ja, ich hätte sie auch töten können, denke ich mal. So, die andere Sperre war dort. Denke ich auch mal, dass es hier wieder zurückgeht. Keine geht. Moment mal. Falscher Weg. Wir sind von hier gekommen. Kann ich auch da durch die Lücke? Ah. Nein, geht nicht. Bevor ich da hängen bleib. Das wollen wir ja lieber nicht. Oh, da ist auch das Fahrzeug. Wir müssen definitiv zurück. Wird bestimmt lustig bei der Rückfahrt. Also, wow, was ist denn hier los? Mit dem Controller konnte ich das besser lenken. Aber das Spiel mit Controller spielen, dann müsste ich alles umkonfigurieren und das will ich, um ehrlich zu sein, gar nicht machen. Oh, scheiße. Genau, einfach mal über den Haufen rotzen. Oh! Wo bist denn du her? Irgendjemand! Hört mich irgendjemand! Gehen Sie von dem Funkgerät weg! Worum ging es denn da? Ab nach unten. Die Steuerung ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Hier ist Joanna Bainham von der Ferros-Kolonie. Bitte helfen Sie uns. Das ist meine Mutter! Stopp!
Wo will die hin? Hallo, warte. Ne, da können wir nicht runter. Dann steigen wir halt aus. Kommt ihr? Das können Sie nicht machen, John. Alle mal ruhig. Ich muss nachdenken. Was ist los? Damit kommen Sie nicht durch. Raus mit ihr! Weg von ihr, Sie Dreckskerl! Lisbeth! Verdammt! Kommen Sie raus, damit ich Sie sehen kann! Sie alle! Das hast du gleich ein Problem, mein Freund. Dies ist ein Exogeny-Projekt. Daher habe ich hier das Sagen. Wovon zum Teufel reden Sie da? Die Kommunikation steht wieder. Exogeny will, dass hier alles gereinigt wird. Dies ist eine Menschenkolonie, Jong. Sie können sie nicht einfach ummodeln. Es geht nicht nur um Sie. Ich hoffe, man hört meinen Pusten nicht. Das viel wertvoller ist als einige Kolonisten. Sie sind hinter der einzigen Sache auf Pharos her, die wertvoll ist. Dem Torianer. Dem was? Das ist eine telepathische Lebensform, die unter Sus Hope lebt. Sie übernimmt die Kontrolle über die Kolonisten hier. Exogeny weiß es schon die ganze Zeit. Damit kommen Sie nicht durch, Jong. Das sagen Sie. Aber ein paar Kolonisten wird niemand vermissen. Ich lasse nicht zu, dass Sie diesen Leuten noch länger schaden. Lassen Sie die Waffe fallen oder es passiert was. Dann ganz genau. Wenn es denn so sein muss. Tja, wir haben schneller gezogen. Als ob wir nicht genug Probleme hätten. Jetzt schießen wir uns schon gegenseitig in den Rücken. Das war mein Fehler. Ich wusste, was los ist und habe nichts unternommen. Schon gut. Du leistest gute Arbeit. Ich weiß, dass wir jetzt abtrünnig sind, aber... Was jetzt, Commander? Ich muss herausfinden, warum die Geth hinter dem Torianer her sind. Die Kolonisten noch einen Bug. Lassen sie nicht zum Tor. Die waren gerade unsichtbar. Sie werden zuerst sterben. Halbwegs. Sie stehen unter seiner Kontrolle. Was soll ich denn sonst machen? Es muss einen anderen Weg geben. Ich glaube, den gibt es. Ich denke, sie könnten die Kolonisten mit einem Nervengas neutralisieren. Wie mit einer Gasgranate. Klingt gut. Ich werde tun, was ich kann. Exzellent. Vielen Dank, Commander. Wir kommen Ihnen nicht in die Quere. Bis dann. Jawohl. Sie würden da draußen. Oh, Survivor 3. Was haben wir da an? Nett. Gelb ist zwar nicht so meine Farbe, aber nett. Probleme ist überleben. So, wo sollen wir hin? Sollen wir gegen... Es ist bald soweit. Ich hatte gehofft, mit Ihnen reden zu können. Ich habe ein kleines Problem. Jeder will irgendetwas. Spucken Sie es aus. In Ordnung. Ich muss einige Daten bergen. Es ist keine große Sache, wird aber gut bezahlt. Ich habe jetzt wirklich keine Zeit. In Ordnung. Aber vergessen Sie nicht, dass Sie hier Geld verdienen können. Interessiert mich nicht. Wir fahren weiter. Ich kann mich doch nicht mit jedem Problem befassen, hallo? Ich bin zwar der Gute, aber trotzdem. Oh mein Gott! Ich es liebe, wenn das passiert. Vorne sind wieder geht. Mm.
haben die Brücke zerstört. Nicht fragen, schießen. Voll den Headley gegeben. Mir ordentlich die Brücke demoliert, ey, Wahnsinn. Das hätte ich ja jetzt nicht vermutet. Aber okay. Was bist du denn? Bist du das Viech oder was? Lecker. Was zum Teufel war das? Ich habe keine Ahnung, was diese Pflanze mit den Leuten macht, aber das war kein Mensch. Die Kolonisten dürfen keinen Schaden nehmen. Auch wenn der Torianer sie zum Angriff auf uns zwingt. Dafür haben wir die Gasgranaten. Richtig. Alles klar, Commander. Kann losgehen. Ja, dann legen wir mal los. Kolonisten am Leben. Braucht definitiv eine andere Waffe. So, die wären schon mal K.O. Aufpassen. Na, kommt rein! Weiter geht es. Ich bin gespannt, was uns erwartet. Gefallen wird es mir nicht. Oh, fuck. Oh, Scheiße. Lecker. Ich find's nur krass, wie die zerplatzen, ey. Keine Granaten mehr und jetzt? Es wimmelt von ihnen bei der Borealis. Wenn wir ein Frachtmodul wegschieben, werden wir ja sehen, was da alles rauskrabbelt. Können die Granaten werfen? Ich glaube nicht, oder? Ich würde ja nicht schießen, aber ich habe keine Granaten mehr. Jawohl, jetzt haben wir wieder welche.
Ach du Scheiße, was ist das denn? Ich mach voll die Killer, ohne Scheiß. Ansteuerung. Beherrschen Sie diese Funktionalität? Wo ist die Kransteuerung? Das Ding, ne? Ob ich das beherrsche, werden wir gleich sehen. Aha, was haben wir denn da? Ich habe mich gewehrt, aber ich hatte keine Chance. Es war ein unvorstellbarer Schmerz. Ich war doch der Vorsteher. Die Leute haben mir vertraut. Er will, dass ich sie töte. Aber das lasse ich nicht zu. Niemals! Nicht! Der war stärker als das Viech, das ihn beherrscht. Sehr interessant. Ja, das war einer gestorben, aber okay. Sind immer noch 11 am Leben. Ben. Hier ist irgendwo ein Ausrufezeichen. Ist der das? Okay. Dann ist es unterirdisch. Wir gehen mal auf Nummer... Musik? Oder was? Schauen wir mal, was uns erwartet. In der Höhle des Löwen. Abtrünnig plus 10. What the hell? Von wo sind wir gekommen? Von da oben wahrscheinlich. Okay, wir müssen nur das Ding finden und ein paar Kugeln. Was zum Teufel ist das? Wir werden größere Waffen brauchen. Das Ding ist verdammt groß. Oh mein Gott. Ich glaube, wir stehen unserem ersten Endgegner gegenüber. Ich weiß es aber nicht. Das sieht verdammt eklig aus. Sekunde, Telefon. Eindringlinge. Jeder eurer Schritte ist ein Frevel. Tausende Fühler sagen mir, dass euer Fleisch nur für die Fäulnis gut ist. Ich spreche für den alten Trieb, wie ich es auch für Saren tat. Du befindest dich in und vor dem Turianer. Er befiehlt, dass du Ehrfurcht zeigst. Nicht immer. Das kann ich dir gar nicht sagen, weil ich mit Kampf geschrieben bin. Nein, nein, ich bin erst morgen wieder da. Ja, es ist kein Problem. Ist doch kein Problem. Ciao. So, da werde ich wahrscheinlich schneiden müssen. Außer man hat mich nicht so deutlich gehört beim Telefonieren. Thank you.
Sie haben Saren etwas gegeben. Etwas, das ich brauche. Saren suchte nach Wissen über jene, die fort sind. Der alte Trieb schenkte zum ersten Mal im langen Zyklus einem fleischlichen Gehör. Geschäfte wurden ausgehandelt. Dann begannen die Kalten, das Fleisch zu töten, das den nächsten Zyklus hegte. Das Fleisch wurde freiwillig gegeben. Der alte Trieb entlarvt deine Worte als Lügen. Er wird nicht mehr zuhören. Lassen Sie die Kolonist frei. Ich will Saren genug der Verhandlung. Ich werde nicht zulassen, dass Sie Ihre Sklaven behalten. Lassen Sie sie frei. Der Turianer wird nicht länger zuhören. Eure Leben sind kurz, aber dauern schon zu lange an. Was Euer zum... Blut wird den Boden und den neuen Trieb nähren. What the... Dieses Mistding. Super. Alter. Was geht denn hier vor sich? Wo ist das Viech? Ja, jetzt backt es gerade ein bisschen. Commander, hier wächst irgendwas. Sehen Sie mal. Hier sein. Mhm. Dann suchen wir mal noch nach den anderen Krallen. Oh, shit. Na komm, steh auf. Die Kompost. Verrottete Kompost. Okay, es reagiert wieder. Nochmal so eine Lady. Nett. Bewegen die sich nicht. Deswegen. Entweder buggt das Spiel gerade oder... Das erste Mal, dass ich so viel Medi gebe. Medigel brauch. Na komm schon, na komm schon, na komm schon. Verdammt. Was? Storm 5. Wie ist eine 4? Wie viele Upgrades wir mittlerweile haben. Gut, gehen wir mal weiter. Oh, da wird mal rot angezogen.
Ich habe gerade Soundbugs, ne? Also dafür kann ich nichts. Das liegt dann am Spiel. Nicht an mir. Oh, da ist das Ding wieder. Ja, dann. Achtung. Hier scheinen wieder einige zu sein. Passen wir mal lieber ein bisschen auf. Was zum? Wo? Irgendwo müssen die ja sein. Oh, da kommen sie wieder. Leute, ihr seid nicht. Ich weiß, wir sind schon weit über der Zeit, aber das will ich jetzt noch fertig haben. Fängt die Maus wieder zu spinnen an. Ich glaube, ich drehe. Ja, aber wo geht's lang? Ah, hier. Da sind die auch hergekommen, die Mistdinger. Okay, Leute. Let's go. Leider hat das Spiel hier ein paar Aua. Ich wollte gerade sagen, Soundbugs. Das sind hier Zombies, ey. Die wollen uns beißen. Oh, noch mehr. Jetzt eine Granate ganz sinnvoll, ey. Okay, hier geht's nicht lang. Dann außenrum. Gut, ihr Lieben, jetzt machen wir aber gleich einen Cut nach dieser Überbrückung, wenn ich sie pack.
Denn wir sind jetzt echt schon weit über der Zeit, bei 30 Minuten. Ob ihr das überhaupt komplett guckt, weiß ich nicht. Bis dann, euer Blacky. Tschaußen und wir sind raus.